Herzlich willkommen zurück zu Zaroks Wunder Inferno hier an der Ostküste. Wir haben das Mausoleum, Angkor Wat, den Topkapi Palast und die Basilius Kathedrale und gleichzeitig noch die Steinkreise. Zarok lässt sich nicht lumpen. Aber nee, das Touristenparadies. Wie bitte? Das große Touristenparadies. Oh ja, das ist echt ein schöner Ort, auch mit einem Fluss an der Küste dran, mit einem See noch und allem drum und dran. Schon hart, und da sieht man schon 197 Glauben. Das ist brachial. Apropos Glauben, unser Glauben schwappt so langsam auf Zarok über. Aber Zarok ist dafür kulturell bei uns dominant, zumindest im Norden. Und der nimmt auch sich hier immer weiter Blau mit ein. Von der Sache. Drückt dann auch gleich mal auf weiter, damit wir hier gut vorankommen. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich mir ab und zu mal ein bisschen an meinen Eis gönne. Aber dafür gibt's ja Zarok. Wenn er denn was sagen würde. Oh, die Azteken sind nur noch überlaunig. Wir könnten mit ihnen handeln. Können wir das machen? Well, this is interesting. Eigentlich, sie haben mich eben schon mal versucht anzugreifen. Ich würde das lieber ablehnen. Die paar Produktionspunkte sind es mir nicht wert. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, woran das Problem hier lag, warum ich den Bezirk nicht setzen konnte. Ich habe natürlich hier den Außenposten versetzt. Und damit haben wir hier keinen Anschluss mehr an das große Netz der Distrikte. Und dementsprechend kann ich die hier gar nicht verbessern, wenn ich nicht erstmal hier einen Anschluss habe. Von daher stellen wir die Leute hier rein und bauen dann gleich an dem Anschluss, dass wir hier Vergnügungsviertel reinsetzen können, dass wir die ganzen Distrikte auch von der Stabilität her überhaupt uns leisten können. Ich muss auch gerade wieder die ganze Zeit nach Stabilität gucken. Was machst du? Ich muss auch die ganze Zeit ununterbrochen nach Stabilität gucken. Ja, finde ich aber auch gar nicht so schlecht, dass es da eine Grenze gibt. Oh, wir werden angegriffen. Ey, ich glaube, es ist wirklich Burki, die mir hier auf den Weg gehen. Aber das macht nichts. Dann stellen wir hier einfach ganz viele von den Rittern hin, die uns beschützen. Na, lässt du den Elefant da oben draufstehen. Stehen hier ganz viele von den Rittern hin, die uns beschützen, wollte ich gerade sagen. Und dann werde ich hier oben drauf einfach noch Elefanten hinpacken. Und was wollen sie denn machen gegen meine Ritterarmee, die von Elefantenbogenschützen unterstützt werden? Das ist ein Gemetzel. Wenn ich jemand drankommen dürfte. So. Noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Ah, befindet sich nicht in Reichweite. Na gut. One-Shot. Nett. Schießt du noch oder war es das schon? Ah, er hat meinen Klick einfach ignoriert. Na gut. Ja, jetzt noch mal 4 Einheiten. Brauchen wir noch 11? Dann würden wir einen weiteren Stern bekommen. Ach, und wo wir gerade mal dabei sind. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Die Unabhängigen schicken uns hier ein paar Einheiten zum Besiegen. Habe ich nichts dagegen. Die Ritter machen hier alles von alleine. Mehr oder weniger. Die besiegen sich auch allein. Die stürmen hier an gegen den Ritter. Der braucht nicht mehr nichts anderes machen, außer verteidigen. Und dann sind sie alle weg. Noch 8 Einheiten. Schiffe bauen können. Kannst du jetzt die guten Schiffe bauen, um zu den Lila-Leuten rüberzukommen? Ich kann, glaube ich, immer noch. Nee, ich habe noch keine guten Schiffe. Ich kann jetzt. In 2 Runden kann ich Kogen bauen, aber ich weiß nicht, ob die so gut sind. Kommt es, dass du dieses kleine orange Gebiet zwischen den zweiliedernen Gebieten hast? Dieses kleine orange Gebiet zwischen?
Zwischen den zwei Türkisen. Türkis. Ich weiß nicht, welche Türkis sein soll. Ja, zwischen Omium und Tartusa im Norden von mir. Ach so, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe da irgendwann meinen Anspruch bekommen, habe das nur gefordert, weil die Lila Leute mir ständig auf den Sack gegangen sind. Und scheinbar habe ich es jetzt zwischendurch mal irgendwann bekommen und ich habe es nicht mal mitbekommen, richtig. Auf alle Fälle habe ich da jetzt ein Gebiet. Wenn du magst, wir können es gerne erhandeln, dann kannst du es haben. Nee, ich brauche es gerade nicht. Es war auf einmal da. Sehr schön, da gibt es eine Kuriosität. Ich glaube, dann haben wir mittlerweile auch genügend Einfluss wieder zusammen. Genau, um hier was anzuschließen. Nee, noch nicht. Aber dann beim Rundenwechsel. Aber hier unten eigentlich gerade eine Einheit rumstehen. Hier wollte ich doch welche bauen. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich mich voll auf die Wirtschaft konzentriert habe, um endlich mal Zar aufzuholen. Oh, apropos, aufholen und dergleichen. Ich mache mittlerweile 1260 Gold. Ich mach nicht mal die Hälfte. Ernsthaft? Ich mach nur 591. Aha, wie habe ich denn jetzt auf einmal so viel Gold bekommen? Ich glaube, das sind die ganzen Gebäude, die ich da jetzt freigeschalten habe. Allen voran, da kann ich dir vielleicht einen Tipp geben. Was ist das denn? Steuerbehörde, plus 5 Gold auf Hauptplatz, plus 3 Geld pro Luxusressourcenlager. Und wo soll ich die Steuerbehörde bitte herzaubern? Die gibt's zu erforschen bei zentralisierte Macht. Das dauert noch ein bisschen. Die Pinken sind jetzt auch ehrfürchtig mir gegenüber. Oh, ich habe ein Ereignis. Jahrmarkt der Abnormitäten. Das Verlangen der Menschen nach makabren Spektakeln kennt keine Grenzen. Also alles wie immer. Hm. Aufgrund ihrer Fehlbildung werden einige Menschen wie Zirkustiere ausgestellt, um ihr neugieriges Publikum zu befriedigen. Die Bewohner ihrer Städte zahlen sogar dafür, sie in Käfigen zu sehen. Ich glaube, ich habe gerade die Weltumsegelung abgeschlossen, aber irgendwie triggert es noch nicht. Jetzt haben wir unser Reich komplett. Was ich mit den beiden anderen Außenposten da machen soll, keine Ahnung. Die waren so nicht eingeplant. Die habe ich jetzt irgendwie bekommen. So, Zar, wie schaut's aus mit den Zwergen und der bärtigen Dame und dergleichen? Die werden wieder eingeführt in die Zivilisation. Gegen medizinische und psychiatrische Hilfe habe ich beschlossen. War das nicht dabei steht, oder ein Tipp dabei steht, wie man die Sachen freischalten könnte für die Verordnung? Ach ja, wenn man Einheit baut, verliert man wirklich Glaubensanhänger. Gut zu wissen. Na, was wird ihr? Irgendeinen Vorschlag? Eine Allianz mit Pink? Was hast du gesagt? Das heißt, ich hätte die ganze Zeit schon Punkte machen können, wenn man ein paar Einheiten aufgelöst hätte. Egal, beim nächsten Mal. Ja. Aber dann kriegst du ja jetzt die 6 Leute, die dir da gefehlt haben, noch ganz schnell zusammen. Und wie bitteschön? Einfach 6 Einheiten auflösen, die du gerade nicht brauchst. Ich wollte die jetzt aufheben, dann für den Krieg. Man kann nicht beides haben. Hast du mit den Pinken Allianz oder so? Mit denen eine Brille haben? Ja. Ja. Dann nehme ich die Allianz auch an. Kulturelle Übereinkunft plus 5% Einfluss auf Reich. Nämlich. Wie wäre es denn dann noch mit mehr Wissenschaft? Sehr gut. Wie viel Wissenschaft machst du nicht gerade die Runde? Jetzt bestimmt noch ein ganzes Stück mehr. 1121. Ich mach 1227. Franzosen.
Muss mir gleich nochmal den Bonus, glaube ich, durchlesen. Das ist stark. Bonus ist... Ach, muss ich nochmal nachgucken. Hallo? Zeig's mir an. Plus 10% Wissenschaft auf alle Städte. Nett. Da sagt man doch nicht nein. Plus 5 Einfluss und das Spezialgebäude plus 5 Einfluss pro Bezug angrenzend. Ja. Kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Warum kriege ich denn nicht die Weltumsegelung? Ich hab das doch so schön gemacht. Gut, ich will auch nicht ganz hinauszögern. So, wieder irgendwas mit einer Verordnung von Zarok. Plus 1% Wissenschaft auf heilige Städte. Nee. Ein paar Obwohl, andererseits, warum nicht die 1% Wissenschaft mitnehmen? Wir haben nicht so viele Forschungswerte, dass das mit dem Glauben und der Stabilität sich großartig lohnen würde. Was würdest du sagen, Zaok? Irgendwann werde ich schon die religiösen Anhänger bekommen. Sicherheit. Dieser Tag ist nicht heute. In meiner Hauptstadt baue ich gerade, habe ich gerade gleich 3 Einheiten in einer Runde fertig. Neue Verordnung: Reichtümer ferner Küsten. Wie sichern wir die notwendigen Ressourcen? Plus 30 durch eine Kriegserklärung erhöhte Kriegsunterstützung auf Beziehungen. Nett. Oder warte mal, wo gehen wir denn? Ah, das ist der Stand im Moment. Müssten mehr Richtung Fortschrittlichkeit gehen. Könnten auch haben, minus 20% erforderlich Ressourcenlager beim Erstellen wundersamer Ressourcenlager. Das klingt nicht verkehrt, wobei ich nicht weiß, was ein wundersames Ressourcenlager eigentlich ist. Nicht irgendwie sehen, welche Ressource... Ah, da oben. Ebenholz habe ich sogar schon 2-mal. Immer hier unten. Und dann... Das zweite Mal Ebenholz. Franzosen kaufen sich bei uns ein. Würde ich genauso machen. Was ist denn was Neues? Suche nach Ebenholz und finde nichts. Schade, dass es hier keine Suchfunktion gibt. Ebenholz ist doch einmal unter dir, bei Memphis. Genau, einmal meine Hauptstadt und bei Memphis noch einmal darunter, weil ich habe noch irgendwo eine zweite Ressource her und ich weiß nur nicht, wo die zweite steht. Wahrscheinlich von mir hast du es eingekauft, weil ich habe einmal Ebenholz. Verstehe. Amor habe ich 2-mal. Einmal hier in der Hauptstadt und einmal das zweite Mal. Schade, dass man das nicht sehen kann, wo es herkommt. Ach doch, einmal von den Franzosen. Kaiser Napoleon ist so großzügig zu euch. Wie der Emperor. Ich schon erwähnt, dass ich überhaupt kein Französisch kann. Finden wir den Obsidian?
Also einmal hier. Wir haben... Mal nachschauen. Ach nee, das kann ich so nicht nachschauen, weil das noch irgendwo auf der Welt versteckt ist. Hier nicht. Du bist Ambra. Kriegen wir also so auch nicht. Das können wir nicht einfach irgendwo uns ranstibitzen. Das ist Salz, die hier noch stehen haben. Die haben noch mehr Ambra. Die haben noch ein wenig... Das sieht aus wie Papyrus. Das ist Papyrus. Okay, also kann ich nicht einfach mir irgendwo eine Insel herstibitzen. Für Obsidian. Na gut. Doch, hier verbreitet euren Einfluss über den ganzen Kontinent. Reich der Kultur gibt 150 Ruhmpunkte. Ja, die Frage ist halt, wo endet dein Kontinent? Ich glaube eher, das ist ein. Ich glaube eher, der Kontinent ist alles ein Kontinent. Ich glaube auch. Afran, bye bye. Okay. Eins von zwei. Ja gut, dann stellen wir hier gleich Tee auf. Was hier noch? Farbstoffe. Farbstoffe fehlt aber was. Die Frage ist nur was. Du bist Salz. Farbstoff schaut wie aus. Oh ne, das ist Weihrauch. Das ist Farbstoff. Also, wir haben es einmal durch Kalkutta. Und es gibt dann aber noch irgendwo Farbstoff. Aber hätte ich jetzt auch so nicht gesehen. Seide. Wird Martin heute noch weiterklicken? Sehen Sie es in der nächsten Folge. Ja. In der nächsten. Weihrauch. In Let's Dance. Okay, da haben wir alles. Wir haben es aber auch noch mal in Kerma. Und Kerma ist die Stadt da oben. Ich glaube, ich lasse es hier lieber hier in Kalkutta. Ich frage es nur noch, wo. Nehmen wir bitte da drauf. Wie viele Glaubensanhänger hast du eigentlich? Nicht genau sagen, oder? Kann ich das nachschauen irgendwo? Dokumentbildschirm. Keine Ahnung, da steht hier nirgendwo mehr. Die ganze Welt gehört die praktisch. Glaubenstechnisch ja. Das ist schon. Die Teutonen so krass sind. Safran. Das probierst du nicht gerade die ganze Zeit. Luxusgüter. Anschließen und eine Manufaktur draufstellen. Safran könnte man direkt anschließen und wir haben eins von zwei. Dann wird es ja das nur noch ein weiteres Mal geben. Denken wir es gleich hier mit hin. Wie kann ich denn dort eine Manufaktur aufbauen? Was brauche ich denn dafür? Die Forschung. Und welche? Das ist die Forschung. Mäzenantentum. Oder sowas in der Richtung. Hast du die schon? Ja, gerade eben erforscht. Deswegen brauche ich jetzt einen Moment länger. Warte, wie weit hinten die ist. Ich habe da jetzt durchgezogen bis dahin. Ich habe den Rest drumherum außen vor gelassen, weil ich gesehen habe, dass die Azteken das auch schon können und bauen ihre ersten Manufakturen. Du kannst nur einmal pro Welt eine haben für die Luxusressource. Gold. Gold haben wir... Wieso haben wir also gar kein Gold? Also kaufst du mir jetzt alle? Ich versuche mir die jetzt möglichst alle zu kaufen, ja. Ja, so klaust du mir welche. Oder überhaupt gar nichts. Gold. Nur 2 von 4. Achso, weil ich nur eins habe. Müssten wir uns noch eins erhandeln? Und jetzt eine Allianz. Dann kann ich mir auch hier gleich mal Kupfer holen. Für mehr Produktionspunkte. Eisen für bessere Einheiten. Ich sag, es ist unfair, dass du dir jetzt welche wegnimmst. Du hast die Khmer bekommen. Also damit rechtfertigst du gerade alles, was du tust. Ja. Wenn jetzt du willst, dann ist diese fliegende Atombomben über die Welt und so, du hast die Khmer bekommen. Würde ich tun. Der Todesstern, der Todesstern 2 und die Starkiller Base erscheinen beide am Horizont des Weltraums auf der Planeten Erde. Du hast die Khmer bekommen.
Meint sie nicht, dass das witzig wäre? Die ganze Galaxis gehört Martin, du hast die Chimäre bekommen. Ich fände das, glaube ich, ziemlich witzig. Ich nicht. Ich hätte wenigstens keine eine. Du brauchst keine Ruhmpunkte, Zarok. Salz gibt es 3 auf der ganzen Karte. Mag dich gerade nicht. Das hier noch auf. Und dann war es das auch schon. Entschuldige, Zarok, aber das hat halt einen Moment länger gedauert. Du hast auch schon mal einen Moment länger gebraucht. Ja, aber ich nehme einfach sämtliche Sachen weg. Ich swimme rüste jetzt militärisch ein bisschen auf. You're almost at the forefront of those leaving their mark. What might it take to be the best of the best? Do not waste my time. Oh, hier kann ich nur mit Pferde, kann ich gar nicht. Weil ich keine strategischen Ressourcen mehr an denen kann. Na gut. What do you want now? Wir haben gar nichts. Blau hat noch viel. Aber blau, obwohl, der ist nur noch übellaunig. So tell me. Welche Schiffe hast du denn mittlerweile? Hast du auch die Karaken schon? Nein, ich glaube, ich noch nicht. Da oben gibt es noch eine Insel. Rechts oberhalb von Otis, Skanda, Anza, irgendwas in der Richtung. Was ist denn dein Spezialbezirk von den Franzosen? Wissenschaftsbezirk. Ah. Plus 5 Einfluss pro Bezirk angrenzen, plus 1 Wissenschaft pro Bevölkerung. Und sehr nett. Die Hauptstadt macht jetzt wieder 355 Nahrung die Runde. Plus oder insgesamt? Plus. Das ist sehr nett. So weit bin ich nicht. Na, ich habe gerade die Bevölkerung ein bisschen geschrumpft. Ah, du hast Einheiten gebaut. Ja. Was macht denn deine Meine Stadt? Hauptstadt ist jetzt größer als deine, ja. Dafür wächst meine Stadt aber mit einer Bevölkerung pro Runde. Ja, das macht meine sicherlich nicht. Aber dann habe ich ja mein Ziel mit den Haudenosauni, ein schöner Name, endlich erreicht. Ich habe mir gerade angeschaut, was die Franzosen alles so können. Ach, was kann ich denn so? Also, das, was du erzählst, das ist sehr angenehm. Aber du hast auch noch den Kürassier. Den ich noch nicht bauen kann. Aber ich glaube, der wird genauso, oder der ist dann natürlich stärker als meine, Teutonenreiter, Deutschritter meine ich. Aber potenziell, der wird genauso brachial reinhauen, nehme ich an,
wie die zu meiner Zeit. Ah, klick mal weiter. Oh ja, ja, Entschuldigung, ich hab da mich ablenken lassen. Ich erkunde gerade den Ozean ein wenig für uns, damit wir hier endlich mal ein bisschen was sehen. Wie ist mit diesem großen Fleck zwischen mir und Blau? Großen Fleck zwischen dir und Blau. Da bin ich schon dabei, aber ich mache hier erstmal hier unten noch ein bisschen was aufdecken. Denn ich dachte mir, hier ist vielleicht auch noch irgendwas Interessantes, aber so wie es ausschaut, ist gar nicht so viel da. So, du hast ein Bauernviertel gebaut, das klingt gut. Dann kaufen wir uns die, oder bauen wir uns die Schaubühne für mehr Einfluss auf den Hauptplatz. Das kostet natürlich eine ganze Menge, aber wir brauchen auch jede Menge Einfluss. Dann vielleicht hier drüben, genau. Die drei Schwestern. Und wir werden schon wieder angegriffen, ernsthaft? In einer schlechten Position. Ich hätte mich hier platzieren sollen in meiner Festung. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Das wird jetzt interessant. Ja, das wird leider etwas interessanter, als ich das ursprünglich beabsichtigt hätte. Kannst du nicht deinen kleinen Reitertrupp da oben noch nach unten ziehen, in die Festung da drunter, damit du eingreifen kannst? Von ja, möchte ich, wenn ich dran bin. Das sind deine Pikiniere? Das sind meine Pikiniere. Die schauen, Alter, ich weiß nicht, warum die so ausschauen. Ich glaube, die kommen von Sus und deshalb schauen die so aus. Die schauen nicht indianermäßig aus. Wenn du weißt, was ich meine. Oder eingeborenemäßig, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, so aus wie ein paar Typen, wie ein Hirte eigentlich. Aber die haben Helme auf, während das Bild von denen Haare hat. Weißt du, du hast Elefantenbogenschütze, ich habe Elefantenballisten. Bald kann ich Elefantenkanonen bauen. Das sind ziemlich elefantenlastig, ist dir das aufgefallen? Martin, du weißt doch, du kannst mit Kavallerie nicht über Mauern angreifen. Kann ich. Musste da nur schnell drauf. Bin trotzdem nicht. Na gut. Dann schnell drauf feuern und wetten, ich kann da angreifen. Aus irgendeinem Grund kann ich das. Ich nehme an, hier ist irgendwas verbuggt. Greif an. Er hängt schon wieder jetzt. Und Attacke. Vielleicht, weil es dein Land ist. Nimm an, weil es meine Festung ist, dass ich da irgendjemanden drinne habe, der mir die Tür öffnet. Kleine Maus. So nach dem Motto. So, Attacke. Sind die schon mal weg? Warum auch immer die eingezogen haben? Schau mal an, ich komme bis hier hinter. Interessant. Ja, dann nutzen wir den noch, um den Eingezogenen hier Platz zu machen. Ah, da stehen noch mehr. Da stelle ich mich, glaube ich, so hin, dass sie nur mit diesem einen hier angreifen kann. Was wollen sie dann noch machen? Ja, okay, mit dem anderen, den ich hier jetzt nicht platt gemacht habe, können sie natürlich nur angreifen, aber das passt schon. So, dich stellen wir dann hier hinter. Mit dem hier kann ich wieder hier angreifen. Und so komme ich hier nicht rein. Dann ziehe ich den aber so weit, dass das Wasserfeld da frei ist. Damit hier endlich mein Elefant wassern kann. Können wir zumindest noch einmal hier mit dem Fernkampf drauf schießen? Nichts. Ihre machen ein bisschen Schaden. Meine Schwertkämpfer sind irgendwie ziemlich schwach mittlerweile. Naja, weil das Upgrade ist Großschwertkämpfer. Das hast du noch nicht upgraded.
Ja, weil ich es noch nicht erforscht habe. Achso, die wollen, dass ich hier noch auf Ben drücke. Na komm, wir brauchen da nichts weitermachen. Aber so kriegen wir vielleicht auch noch die ganzen Punkte zusammen für... wie heißen sie? Für den Militaristenstern, um Einheiten zu besiegen, weil das sind jetzt auch nochmal weitere 5 Einheiten, glaube ich. Ich glaube, wir brauchten noch 11, dann sind es nur noch 6. Oh, schnell noch drauf feuern. Dann sollte der Krieg auch schon vorbei sein, nämlich. Oder die Schlacht. Der Krieg gegen die Unabhängigen ist noch nicht geschlagen, bevor nicht die ganze Welt aufgeteilt hat. Schon die nächsten. Baumeisterstern bekommen. Gut, dann manuelle Schlacht. Meine Elefanten stehen natürlich hier vorne, damit ich sie gleich nutzen kann, um Typen da abzuschießen. Dann sollen sie versuchen, mich hier zu kriegen. Müssen sie über den Fluss angreifen auf einen Hügel. Ich glaube, damit sind wir halbwegs gut aufgestellt. Aber ich sehe gerade, die können... Nee, die ziehen da weg. Können hier hochlaufen, würde ich gerade sagen. Aber okay. Dann sind es nochmal 5, dann fehlt uns nur noch eine Einheit, die wir besiegen müssen. Aber bevor ich mir das hier anschaue, wie die da ziehen, ziehe ich meinen anderen hin schon mal. Dann geht es alles ein Stück schneller. Und Zarok auch wieder eher dran. War gerade viel Bevölkerung, die ich ausgegeben hatte bei meiner Hauptstadt. Babylon geht's wieder gut. Holen wir uns mehr Einfluss. Das behalten, wir wollten hier nochmal die 3 Schwestern aufstellen. Hauptstadt. Wie heißt dein Spezialbezirk? Ausstellungshalle. Für eine Weltausstellung? Alter, die Mann. Nicht verkehrt. So. Einheiten alle gezogen, ja, sehr gut. Wir jetzt. Er hat sein Fett wegbekommen. Ihn noch schnell drauf schießen. Den ziehen wir hier zurück in Sicherheit. Stellen dann den hier hin. Und den könnten wir hier auch gleich platt machen. Nee, oder warte ich lieber ab. Wir stellen doch hier ganz viele Einheiten daneben. Einfach nur, um den Kampfbonus nach oben zu treiben. Osmose-Ereignis. 450 Wissenschaft geschenkt bekommen. Dank Zarok. Bin ich aber unfair. Du hast doch mit dem Einfluss angefangen. Ich kann mir kein Bezug leisten, hier zu kaufen, einfach weil es viel zu teuer ist. Ich glaube, dafür hätten wir einen Händler nehmen müssen. Das ist einfach brachial. Hättest du mehrere Händler nehmen müssen. Na so. Aber es reicht ja auch, wenn man hin und wieder mal irgendwann was kaufen kann. War's das schon? Ja. Militaristen? Stern jetzt schon bekommen? Kommt denn die eine Einheit noch her?
Punktlandung gewesen sein. Wie schaut's denn aus mit dem Ruhm? Komme blau immer näher. Zao knackt demnächst die 5000. Keine Ahnung, wie du das schaffst, Ruhm zu sammeln. Einfach Sterne weiter in den Zeitalter jetzt sammeln. Mehr habe ich nicht gemacht. Schau mal einen an. Können wir upgraden. Nett, da habe ich mich gerade verklickt. Elefanten könnte man natürlich auch upgraden, aber dann sind sie langsamer. Ich möchte eigentlich die Armbrustschützen noch gar nicht unbedingt haben. Moment, deine Elefanten ersetzen deine Bogenschützen? Die Elefanten konnte ich, glaube ich, extra produzieren. Ja, dann war es das auch schon. Haben wir jetzt hier zumindest schon mal Hellbarden. Jetzt schauen sie auch mehr aus wie unsere Leute und nicht irgendwas anderes. So, ihr halt euch ein wenig auf. Ah, außerhalb des Spielgebiets, das hier zählt dann scheinbar als kompletter Ozean, deswegen können wir hier nichts weiter aufdecken. Da ist noch eine Kuriosität, sehr schön. Mit Kerma. Auch mehr Einfluss, damit wir da Zao endlich mal einholen. Wie viel Einfluss machst du mittlerweile? 1060. Wie viel? 1060. Ich hab dich überholt. Wie viel machst du denn? 1122. Naja, warte mal noch. Ich baue noch gerade 4 Bezirke, die nochmal Einfluss geben. In der einen Stadt. Nochmal 3 in der Stadt. Nochmal einen in der Stadt. Nochmal 3 in der Stadt. Nochmal 3 in der Stadt. Also jede Menge. Ich hab noch nicht mal fertig mit Einfluss. Also kommt noch eine Menge rauf. Aber vielleicht sollten wir dann hier. Wobei, wir haben im Moment noch genügend Einfluss. Sonst hätte ich gesagt, stellen wir hier schon mal Vergnügungsviertel auf. Aber dann würde ich lieber so langsam anfangen, die 3 Schwestern zu setzen, überall. Dass wir das jetzt fokussiert machen, dass wir dann ins nächste Zeitalter irgendwann mehr gehen können. Zaug uns nicht wieder davon rennt. Armageddon hat immer diese Nahrungsprobleme. Was ist denn Armageddon für eine Stadt? Das war doch hier deine Küstenstadt. Vielleicht mehr Bauernhöfe aufstellen. Ja, ich baue gerade einen Weiler. Weil da auch viel Nahrung gab dort Vorstand. Da sind schon wieder welche. Wollen wir sie angreifen oder lassen wir uns angreifen? Ich glaube, wir lassen uns angreifen. Das hat eben schon sehr gut funktioniert. Das war eine Gold. Das ist jetzt natürlich in der Spielphase nicht mehr so viel. Nein, was machst du? 1173 mittlerweile. Gut, warte mal eine Runde. Ich mache jetzt 1104. Gerade um 30 gestiegen. Kadaver gefunden. Von den pinken Leuten bestimmt. Und schon wieder auf uns. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Kann nur vermuten, dass sie aus Mocho kommen oder so. Aber wir kriegen jede Menge Erfahrungspunkte dadurch und die Militaristensterne, warum nicht? Und schon wieder hast du meine Elefanten irgendwo hingestellt. Und nicht mit an die Front. Wäre doch viel interessanter, die hier gleich wegzuhauen. Du hast nur einen Förderungspunkt, das lass mal so. Lass mal angreifen. Und während die da angreifen, achso, jetzt habe ich schon was gemacht. Können wir dann schon mal noch eine Produktion einstellen?
Hier arbeiten wir schon in drei Schwestern. Hier an dem Bauernviertel. Brauchen wir natürlich davor noch. Hier sind die drei Schwestern gleich fertig. Würde eine noch hier drüben? Zwei. Ja. Lass mir das ersetzen, dann kriegen wir 26 mehr Nahrung. Und nicht. Oh, haben die gezogen? Ja, du schaffst direkt alleine eine Einheit zu besiegen. Ich weiß nicht, was das mit den Eingezogenen hier soll. Das ist super seltsam, aber nehme ich mit. Geschenken Gaul schaut mir nicht ins Maul. Einfach nur noch ran. Dann sollen die uns angreifen. Ich meine, die haben uns den Kampf erklärt. Können wir hier die Verteidigungsboni nutzen. Wir müssen hier nicht irgendwie Druck machen. Aber sie siegen sich höchstwahrscheinlich selbst. Ja, yep, perfekt. Muss ich weniger schießen. Würde unbedingt auf dem Hügel stehen bleiben, so ist das Schrott. Aber wir sind dran. Ja, dann können wir den gleich wegmachen. Packen hier Elefanten mal einzeln. Den gleich rausnehmen. Und Nummer 2. Nummer 3. Ein Elefant hat jetzt schon die zweite Beförderungsstufe. Sehr schön. Ich schaffe es vielleicht, einen Goldstern zu bekommen. Weil ich mittlerweile 1560 Gold mache. Die ganzen neuen Gebäude bringen extrem viel Gold ein. Hab ich gleich mal Lila an. Da wäre ich gern dabei. Eigentumsrechte für Künstler. Wenn ich jetzt noch sehen könnte, was das macht. Plus 1 Einfluss auf Vergnügungsviertel pro Bezirk angrenzend. Das klingt doch gut. Plus 1 Einfluss auf Forschungsviertel pro Bezirk angrenzend. Ich hab mal den Azteken den Krieg erklärt. Ein Groll gegenüber den Franzosen, da verzichtet man drauf. Und eine Kriegserklärung. Wo wird denn gerade? Ah, da marschierst du ein. Du hast ja auch durch die Mogulen-Elefanten. Die sind ziemlich stark. Und Langschwertkämpfer. Cool. So tell me, how are you today? Doofes Gelände hier. Bei mir steht Lila, dass sie Schwächlinge sind. Das heißt, sie sollten wenig Einheiten haben, nehme ich an. Das heißt, du kannst jetzt hier einmal komplett durchmarschieren. Einmal 7 bei mir und einmal 6 bei dir oben. Kann ich dir da helfen? Bin ich mit denen auch im Krieg? Ach, das sind nur Schiffe. Nee, das sind Einheiten. Wenn ihr schon wieder plündern wollt, ganz ehrlich, dann gibt es direkt eins auf den Deckel. Dann nehme ich euch die wenigen Einheiten, die ihr noch habt, direkt weg. Ich habe jetzt harte Schule. Du hast die harte Schule? Mhm. Ein Forscherplatz auf Stadt- oder Außenposten pro Forschungsviertel, ein Arbeitsplatz pro Stadt- oder Außenposten pro Schmiedeviertel. Kinderbildung oder Kinderarbeit habe ich jetzt zur Auswahl. Ich bin mal gespannt, wo du dich entscheidest. Habt ihr Auswahl zwingen, Schulpflicht oder Kompromisse eingehen? Kinderbildung? Aber ich will keine Kinderbildung. Auch nicht Zwangsarbeit machen. Ich kann die Verordnung ja immer noch ändern.
Steht eine Opferstätte, Zarok. Opfer einen Elefanten. Das bringt bestimmt Glück. Was? Wo? Direkt vor dir steht eine Opferstätte. Oh. Was meinst du? Oder in zwei Stacks, die du da stehen hast. Ich habe auf zwei Seiten zwei Stacks. Ah. Hatte ich noch nicht gesehen. War mit Armbrustschützen. Osmose-Ereignis. Noch mehr Wissenschaft geschenkt bekommen, nett. Vergiftete Äpfel. Mehr Richtung Heimatland. Weltoffenheit wollen wir auf jeden Fall. Aber auch mehr Richtung Fortschritt, und das brauchen wir. Wissenschaftsförderung für Kerma. 25 mehr Wissenschaft. Schaut's denn aus mit der Wissenschaft? Und bald in Richtung Merkantilismus. Aber das ist eine Sackgasse. Wir haben immer noch nicht alles aus dem Mittelalter erforscht. Wenn schon die Spielerinfanterie würde uns noch einen Armeeplatz bringen. Ich belagere schon mal Gottschnatze. Der Preis des Krieges, oh, eine neue Verordnung. Kostet mich noch 35.900. Ja, da muss selbst ich sparen. Wie viel Einfluss machst du mittlerweile? 1204. Schlecht. Schön. Was bekommt euch noch? Schiff dazu bekommen. Oh, er greift mich an. Ihres Finanzierung. Plus 20. Ich sag mal so, in Oium findet gerade eine Schlacht statt. Dann schaue ich gleich mit rein. 20 Stabilität auf Stadt, die ihr besetzt. Stabilität auf Garnison oder auf Armee. 50% mehr Geld durch Plünderung und 4 Kampfstärke bei Plünderung. Warum hat beides nicht um? So, in Oium irgendwas. Eine Schlacht stattfinden. Schon mal so runter. Ja, zahl die Kiste doch locker. Das sind Bauern, die du da kämpfst. Okay, ein paar Armbrustschützen gibt es auch noch, so wie es ausschaut. Und hinten kommt ein Pikinier. Nicht meine Hellbarde. Schade, dass man die Einheiten nicht tauschen kann. Von den Plätzen her. Das war weniger Schaden als erwartet. Was zustande? Die Einheit hat 37 Kampfstärke. Die kriegt nochmal eins wegen der Erfahrung. Eins wegen der Staatskunde. Dann plus eins wegen der Kultureigenschaft. Plus zwei für die Verteidigung und plus eins für die Ideologie. Was kann denn Lila so als Kultur oder als Anführer? Loyal. Rachsüchtig. Plus 50% mehr Geld aus Vasallen. Plus zwei Kampfkraft auf symbolische Einheiten. Bevorzugt ideologische Positionen, die nur von wenigen anderen Reichen geteilt werden. Okay, deswegen mag er mich nicht. Ich hab Zarks Kram übernommen. Zarok stellt an die Mauern oder an die Zäune, wo die Pferde sich nicht drüber zu springen trauen, Pferde auf. Oh, da geht's noch weiter mit den Mauern. Was hat er denn, Alter? Hat noch... Ritter, die sind aber bunt. Und Pikiniere, oh, die Pikiniere werden eklig. Weil die Ritter natürlich auch ziemlich stark sind. 39 Kampfstärke gegenüber 36 von den Pikinieren.
Die zwei Verteidigungen können wir noch abziehen. Haben sie nur 34. Das heißt, Zarok hat 5 mehr Kampfstärke, wenn sie ihn angreifen würden. Aber Zarok steht hier auch mit dem einen Pferd auf dem Fluss. Das ist gar nicht so schnell. Ach, da macht er mich auch gerade fertig. Hätte mich zurückziehen sollen. Oh, da kommen wir aus dem Osten noch Einheiten. Ja, der hat auch fast doppelt die Kampfstärke wie ich. Kann ich so gar nicht richtig sehen. Der hat viel mehr als ich dachte. Die alle herzaubert. Was passiert, wenn ich ihm jetzt auch den Krieg erkläre und dich unterstütze? Wäre nett, wenn du es tun würdest, wenn du Truppen in der Nähe hättest. Ich habe Truppen in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug rankomme, aber ich könnte ihnen in den Rücken fallen. Ja, cool. Die Frage ist nur, geht das so einfach? Krieg erklären würde ich hinkriegen. Kann ich nicht vorher... Weiß ich nicht. Schaffst du das? Na, oh nee. Ich sehe gerade 326 gegen 567. Wie mache ich denn das? Lila? Krieg erklären? Your reckoning is coming. Prepare for war. Voll angehäuft. Well met indeed. Dann. Einheiten bis hier rüber. Was habe ich denn jetzt als Kriegsziel? Orkid einnehmen. Also ich komme noch nicht schnell genug ran. Da ist auch noch ein Fluss dazwischen. Ich weiß nicht, wie schnell ich da bin, Zarok. Jetzt halt flucht viele Einheiten, leider. Sind deine Ritter besiegt worden? Ja, doch. Hätte nicht gedacht, dass er so viele Einheiten da plötzlich zusammenzieht. Ja, das habe ich so auch nicht gesehen. Überrascht mich tatsächlich. Und du führst ja noch einen weiteren Kampf. Osten hat da eine Belagerung. Ja, da führe ich tatsächlich mal. Und wir können nichts reißen, das ist ein Problem. Ich glaube, da du nicht wusstest, wo die Stadt überall ist, macht es das viel schwieriger. Mhm. Und auch, dass du jetzt plötzlich von zwei Seiten angegriffen wirst. Das war bitter, dass er da noch Einheiten herziehen könnte aus Atosha. Mhm. Hast du noch welche in deinem Hinterland Einheiten? Nee, aber ich baue jetzt mal schnell welche. Ihr seid nicht involviert in diesem Kampf. Das mag durchaus sein, aber ich werde gleich involviert sein. Ich muss ja noch wie viele Einheiten besiegen, dieses Zeitalter? 17. Das war jetzt so nicht geplant, aber dann unterstützt man Zarok da ein wenig. Zarok hat mittlerweile schon 2 Sterne und über 5000 Ruhm. Was können wir in unseren Städten noch machen, während Zarok da Einheiten baut? Greife ich jetzt die andere Stadt einfach so an. Dann schaue ich da auch gleich mal mit rein. Für eine Produktion ein. Stabilität haben wir. Machen oder wir nehmen Gold. +2 Gold pro Händler, das wären 12.
Forschungswörter habe ich gar nicht so viele. Plus 1 Wissenschaft pro Forscher. Das wären 8. Nimm die 8 Forscher. Nicht an die 1000 Industrie ran. Zarg müsste schon bei 2000 irgendwo sein. So, ja, die gibt's im Kampf. Ja, das schaut doch schon viel besser aus. Und dann kannst du die Einheiten, die hier noch stehen, mitten in den Krieg reinziehen. Ja, oder in die Schlacht, wo du ein bisschen in den Hinterhalt reingelaufen bist. Warte, was? Meine Elefanten können zweimal schießen? Ernsthaft? Ruhig geradeaus. Die Elefanten sind so groß, die können sogar über den Berg drüber lupen. Nee, dort leider nicht. Angeblich außer Sichtweite, warum auch immer. Vielleicht brauchen die eine direkte Sichtlinie. Es schaut ja auch aus wie eine... Wie heißt das stationäre Ding von der Armbrust? Balliste? Ja genau, die haben ja die Balliste einfach hier auf den Elefanten draufgespannt. Vielleicht brauchen die direkte Schusslinie. Willst du irgendwie nachschauen? Du bist ein... Ja. Kann nach einem Angriff nach... Was? Kann nach einem Angriff einen vollständigen Zug ausführen. Steht nicht da, ob die direkt drauf fallen müssen. Da kann ich ja googeln. Wann wie Gaja. Oder sowas in der Richtung. Wann. Meine Ritter halten mal gut was aus. Die schon mal besiegt, geht doch. Steht auch nicht im Wiki drin, ob du das, ob du die direkte Sichtlinie brauchst. Das schaut doch gut aus. Irgendwas irgendwo müssen die sich gut schlagen können. Gesessen. Wenn du da noch hochgehst, dann sollte es die letzte Einheit gewesen sein. Ja, das war's auch. Glückwunsch, Sorg. Dann hast du ja jetzt noch Einheiten, die ich hier mit rüber können. Ja, dauert aber eine Weile, bis die da ankommen. Wollen wir denn die Folge erstmal beenden an der Stelle? Ja. Gut, dann für alle Zuschauer kleine Zusammenfassung. Zarg hat es endlich gewagt und hat den Krieg erklärt den Niederleuten. Bin gespannt, wie es ausgeht. Hier rechts lief großartig, hier links ist er in Hinterhalt geraten. Aber wenn wir ihn hier noch mit unterstützen und vielleicht seine Einheiten dann auch noch hier mit ranrücken, schaffen wir es noch. Der Haken dürfte sein, dass er es bis dahin schafft. Er muss ja im Prinzip hier drei Kampfrunden überleben, während eine Zugrunde wir hier schaffen. Und wir müssen hier noch irgendwo vorbei. Hier ist ein Weg. Genau. Wenn wir es schaffen, diesen einen Dealer-Typen rauszunehmen, kommen wir vielleicht schon über den Fluss und den Weg hier rechtzeitig nächste Runde an, um... Da musst du aber aufpassen, dass du nur mit einer Armee kämpfst, weil sonst, wenn beide Armeen kämpfen, haben beide ihre Bewegung schon verbraucht. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das würde ich vergessen. Erinnere mich gleich nochmal nächste Runde mit dran. Und ansonsten, ich war friedlich. Ich möchte es nur nochmal extra betonen. Ich war friedlich. Ich hätte angreifen können. Ich habe es nicht getan. Gut, dann, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis dann.